Dann nehme ich den Jelly morgen mit, wenn ich zu Linus gehe und ins Gewächshaus. Ins Dingshaus. Sehr geil. Mal eben nochmal 4000 Gold. Kassiert, ja. Und es regnet wieder nicht. Oh, ein Brief. Muss ich gleich mal lesen. Enjoy the cake. Vergiss deine Mutter nicht, wenn du ein Millionär bist. Ja, Millionär, soweit sind wir noch nicht. Hey, ich dachte, es wäre lustig, dir mal eine Nachricht zu schreiben. Ja, ich hatte so viel Spaß gestern. Ich fange langsam an zu verstehen, warum du Farmer geworden bist. Ein Jack-O-Lantern. Gut, dass wir noch einen Kürbis haben. Den können wir der Caroline dann auch gleich bringen. Dann können wir auch mal wieder ein paar Quests abarbeiten. Ist auch schön. Haben wir den Bus Repair eigentlich schon? Nee, das ist der. Ah, da arbeite ich jetzt drauf hin. Mit der Bus Repair können wir für nächsten Sommer richtig fett Kohle machen. Richtig fett. Und das Adventurers Bundle kriegen wir wahrscheinlich im Winter durch. Da kriegen wir dann die Minecarts repariert über den Winter. Es läuft doch schon bei uns. Warte mal hier, ja. Was soll ich denn hier noch? Pam is thirsty. To the bottom und Pam is thirsty. Aber Pam is thirsty kann ich leider noch nicht beenden, weil ich habe noch kein Pale Ale. So. Oh, schon wieder out of water, ey. Es wird so gut, wenn wir die Sprinkleranlagen haben. Dann müssen wir das nämlich alles hier nicht mehr machen. Dann müssen wir nur noch, ja gut, doch einmal am Beginn jeder Saison. Aber dann haben wir ja auch schon die verbesserte Watering Can, dann geht es auch ein bisschen schneller. Und die verbesserte Hoe. Sorry, Miet, aber ich muss gerade mal mein Bein bewegen. Ah, oh, schon viel angenehmer jetzt. Oh, schon wieder out of water. Wasser habe ich aufgefüllt. Müsste ich gerade die Miet stützen, weil die mir fast vom Schoß gefallen wäre. Lalala, wir schlafen jetzt wieder in aller Ruhe weiter. Das ist sehr gut. Ju gefällt mir da. Hier muss ich gerade auch mal bisschen Ordnung wieder reinbringen. Ist halt voll die Verschwendung, weil ja, weil das nicht in die Dings geht, in die, weil hier oben halt beide voll sind. Das wollte ich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und noch ein goldenes Ei. Sehr, sehr cool. So gefällt mir das. Mit Qualität zum Ziel.
Und noch ein anderes goldenes Ei haben wir. Milcheimer mitnehmen. Ein bisschen Milch abfarmen. Es gibt immer noch keine Large Milk, ne? Nee. Nee, immer noch keine Large Milks. Ah ne, das wollte ich gar nicht, so rum wollte ich doch. Klack, klack. Dann die Eier nach hier oben legen. Milch und Eier in die entsprechenden Pressen. Den anderen Krempel verkaufen. Ja, den Kuchen muss ich noch den muss ich noch wegpacken, das mache ich gleich mal. Organized, galvanized. So. Weiter im Text, den da wollte ich noch mitnehmen. Und weiter geht's, liebe Freunde der gepflegten und ungepflegten Unterhaltung. Erstmal dem Linus sein Körbchen bringen. Na stimmt, es ist ja Freitag. Heute Abend wird ja wieder Xufa. Ah, da ist Haley. Du siehst so aus, als ob du sehr viel sehr hart gearbeitet hast. Warum machst du nicht? Nimmst du dir nicht frei? Ich kann mir nicht frei nehmen. Ich habe immer was zu tun. Yippie-ya-ya, yippie-yippie. Aber mit der sind wir noch, ne? Emily, Maru, Abigail. Gerade mal hier oben bei den Artistien Goods. Da fehlt jetzt nur noch ein einziges, dann haben wir das auch fertig. Sehr cool. Was fehlt hier unten noch? Ach, das Construction Bundle. Und das Winter Bundle. Aber das Construction Bundle könnten wir eigentlich auch mal abgeben. Müssen wir halt mal ein bisschen Holz hacken für. Da hinten den Boiler Room. Quality Fertilizer. Ah ne, 2,5 gibt's noch. 3 Schokokuchen. Und eine Lightning Rod, sehr cool. Jetzt müssen wir da nur noch für 25k. Ah, das dauert noch, bis wir das machen. Aber sehr geil, wir haben jetzt 30 Quality Fertilizer und 3 Kuchen. Ich wollte ja zu Linus. Der Arme, der da oben ja ganz alleine wohnt. Ah, da ist noch eine Blackberry. Ich fühle mich sehr optimistisch in letzter Zeit. Besonders optimistisch. Linus, ich habe deinen Korb. Linus? Ah, da unten. Da unten ist er. Der gute Linus. Mein Basket, thank you, that means a lot to me. So, damit wäre das auch erledigt. Jetzt können wir noch den Pumpkin suchen. Dann nehmen wir gleich 2 mit. Aus Gründen. Obwohl, ich glaube, Schokokuchen mag die auch. Und die hebe ich mir auf.
Schokokuchen mag jeder. Achso, mal habe ich ja noch Kürbisse. Oh, ich habe vergessen, die Kühe rauszulassen. Upsie Daisy. So, dann können wir gerade noch Eier muss ich auch noch gleich holen. Damit können wir Batterien produzieren, dass uns Maru mehr mag. So, und das Ding produziert uns ja jetzt Batterien. Im nächsten Gewitter. Zwei Kürbisse. Und dann geht's weiter mit dem Kürbis sammeln. Na, guck mal, da oben liegt was. So, jetzt weiter Kürbisse sammeln. Ah ne, Freundschaftspunkte. Freundschaftspunkte durch Kürbis. Kürbis zum Morgengrauen. Ist die Alte zu Hause? Nee, keiner da. Könnte man problemlos einen Laden ausräumen. Nee, du bist die andere. Ne? Ja. Die Jody. Die sagt, dass das Essen beim Joja-Markt zwar kacke ist, aber billig. Da ist sie. Oh, der Pumpkin! Yay! 500 Gold! Da haben wir jemandem ein... was Gutes getan. Hier können wir... Hast du diesen komischen Mann hinter meinem Haus gesehen? Ist mir egal, solange er uns in Ruhe lässt. Maru arbeitet ganz viel an ihren Gadgets. Dun, 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 dun. Ich bin nicht so gut. Wenn ich den vielleicht anspinne, ja, die sagen auch immer das Gleiche hier. Lass mal quatschen. Ich weiß, dass sie das tut. Hier, guck mal. Ha, ich liebe das. Yeah, jetzt haben wir 6 Herzen mit ihr. Denn was zu sagen? Also, ja, er ist froh, dass sie so dedicated ist. Die beiden stehen hier aufeinander, das wissen wir ja mittlerweile. Hast du eine Küche? Wenn du eine Küche hast, kannst du voll leckeres Essen machen. Riechst du diese saubere Luft? Ja, saubere Luft in der Kneipe. Du warst noch nicht in vielen Kneipen, wa? Hier ist nichts. Auch nichts. Ich feiere immer noch, dass ich den Kugelfisch im Müll gefunden habe. Den wir hier im Fischbundle irgendwo haben, ne? Ja, genau da. Den kriegen wir in der Mine, den kriegen wir in der Wüste und den weiß ich gar nicht. Könnten ja mal Nightfishing Bundle, könnt ihr mal ausprobieren. Habe ich die Angel dabei? Nee, natürlich nicht. So, damit wäre wieder ein Tag erledigt und die gute Abigail mag uns jetzt mehr. Wir nähern uns. Ja, wir haben bald die Auswahl von allen. Hier können wir gerade nochmal 2 Eier nachlegen. Was baut man so ein Ding nochmal?
Hardwood, Copper Bar, Wood und Stone. Copper Bar. Hardwood, Wood und Stone. Bauen wir so ein Ding nochmal. Muss ich bald wieder hier und ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug zusammensammeln. Für das Bundle. Wer baut denn hier was, ey? Das nervt. Ich versuche doch nur hier zu arbeiten. Oh, da ist was fertig. Maple Syrup. Jetzt Maple, Maple, Maple. Oh, ich hätte, ja, 2 Milch mitnehmen müssen. Ich habe ja jetzt 2 Käsepressen. Nächsten Tag, wenn es nicht regnet, können wir mal die Geoden, die wir haben, mitnehmen. Und auch mal da wieder ein bisschen was machen. Den Käse behalte ich jetzt erstmal auf Tasche. Komm, das können wir mal verkaufen und gucken, was es bringt. Weil, den heben wir uns jetzt schon mal für Reisen auf. Höhlentouren. Oh, da wäre auch Maple Syrup gewesen. Die Sunny Side Up lassen wir erstmal. 10 Uhr, da kann man pennen gehen. Dann gucken wir mal, vielleicht machen wir da mal wieder ein bisschen Omni-Diode und so. So, und wieder 2000 zurück, nachdem wir ja ein bisschen was ausgegeben haben. Was aber unser Vorteil für den nächsten Frühling ist, dass wir das Geld ausgegeben haben. Und da ist das Korn schon wieder fertig und da oben auch schon wieder alles fertig. Das heißt, wir kriegen wieder eine ganze Menge Kohle dazu jetzt. Das ist so praktisch. Ich mag die Pflanzen, die man pflückt quasi. Die man nicht immer wieder neu anbauen muss. Die sind geil. Sowas mag ich. Lalala, ich bin schon am Überlegen, wen. Wohl, ich frage mich, für wen sich im Endeffekt entschieden wird. An unseren holden Damen. Ich bin ja mal echt gespannt, was die vorherrschende Meinung sein wird, wenn wir alle auf 8 Herzen haben. Und alle Cutscenes erlebt haben und alle Möglichkeiten ausgelotet haben, wer uns da am besten gefällt. Penny habe ich ja schon in meinem Hauptspielstand geheiratet. Gut, vor Frühling können wir dann sowieso nicht heiraten, das ist klar. Weil wir das Pendant nicht kaufen können. Vorher. Weil denn noch. Jetzt verkauft das uns, glaube ich, noch nicht, weil wir noch kein Girlfriend haben. Aber dann. Und im Winter kommt er nicht. Haben wir im Winter ja genug Zeit zu überlegen, wen wir unser Girlfriend nennen wollen. Ich weiß die Szene mit, ich bin mal auf die anderen Szenen, Girlfriend-Szenen gespannt. Ich kenne ja nur die von, Penny logischerweise. Da bin ich echt mal gespannt, wie die anderen sind. Man kann sich auch, das weiß ich zufällig,